Herzlich willkommen zurück zu einem Video im Kiliansland hier. Ich bin ganz unhöflich. Ich schäme mich total. Ich habe gar nicht nachgefragt. Wie habt ihr denn den Bundeswarntag überstanden? Wie war es denn so? Haben sich eure Ohren von den Sirenen erholt? Wie habt ihr euch mit den ganzen Polizeiautos gefühlt, die Durchsagen auf den Straßen gemacht haben? Wie ist es euch ergangen? Also der Alarm sollte ja um 11 Uhr passieren. Die App hat mir keine Eilmeldung geschickt. Dafür hat mich um 11 meine Bankberaterin angerufen. Ich finde, das zählt auch. Sie hat mir Datum und Kontostand genannt und da wäre Katastrophenhilfe auf jeden Fall auch angebracht gewesen. Von daher war das schon richtig verortet. Bei vielen anderen hat diese App auch nicht funktioniert, die NINA-App. Und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, von der diese App eben kommt, hat das damit begründet, dass es zu einer nicht vorhergesehenen zeitgleichen Auslösung vieler Warnmeldungen gekommen sei. Ich meine, das hätte man ja nicht ahnen können, dass das passiert. Warnungen am Warntag? Unglaublich. Was passiert als nächstes? Geschenke an Weihnachten? Oder besoffen an Vatertag? Oder krass werden auch Idioten am Spieltag? Also, die Welt ist verrückt. Hat man als Prepper und Reichsbürger eigentlich diese Warn-App installiert? Weil einerseits ist das ja eine App von der Deutschland GmbH, aber andererseits warten die ja auch nur so auf das kleinste Signal, dass sie endlich in ihren Keller zu den Dosenbohnen und Wasserkanistern können. Wenn ich so viel Arbeit in den Katastrophenfall stecken würde, dann würde ich ja darauf hinfiebern. Ich wäre ja geradezu enttäuscht, wenn es überhaupt gar nicht zu einer Katastrophe käme. Weil ich hab so viel Arbeit da reingesteckt, da muss das ja auch passieren. Ich glaube, da schlagen einfach zwei Herzen in einer Brust bei den Preppern, wenn es zu dieser App kommt. Da muss man auch mal sagen, denk mal an die Leute. Ein bisschen Mitgefühl haben. In Brandenburg ist die afrikanische Schweinepest ausgebrochen. Mein erster Gedanke war, bitte nur eine Pandemie zur Zeit. Das reicht doch eigentlich, oder? Aber die Schweinepest ist für den Menschen zum Glück ungefährlich. Die Schweine befinden sich jetzt im Lockdown. Ja, Social Distancing. Sie müssen jetzt auch draußen Abstände einhalten. Menschen am Strand ihre Taschen klauen. Ja, aber bitte alleine. Über weitere Maßnahmen wird auch schon nachgedacht. Pepper Woods hat eine Maskenpflicht ins Gespräch gebracht. Rudi Rüssel geht mittlerweile jeden Tag joggen. Und erledigt die Einkäufe für Pumba, weil der ist wirklich mittlerweile meilenweit in der Risikogruppe. Der muss vorsichtig sein. Miss Piggy schickt absurde Videobotschaften aus ihrer fetten Villa. Von wegen, wir müssten ja mal alle zusammenhalten. Und auch für sie sei es nicht leicht, weil sie sich jetzt ja schon auf ihrer 2000 Quadratmeter Wohnfläche einschränken müsse. Und die große Frage ist natürlich, was macht man mit den drei kleinen Schweinchen? Wie erzählt man denen das? Die haben das ja noch gar nicht mitbekommen mit der Schweinepest. Die sind ja gerade im Container bei Promi Pig Brother. Und dann müssen wir noch über Moria reden. Das Feuer hat mich irgendwie wirklich sprachlos gemacht. Gegen welches Element muss man eigentlich nicht um sein Leben kämpfen, wenn man aus dem Krieg nach Europa flüchtet? Gut, Anna und Elsa haben den Kampf in Frozen 2 gegen die Elemente gewonnen. Aber das war knapp. Und Elsa hat Superkräfte. In Moria ist Platz für 3000 Menschen, da haben 10.000 Menschen gewohnt. Das ist, als würde man in der U-Bahn wohnen und das wäre immer Rush-Hour. Das muss wirklich riechen wie 8 Flixbusse. Das Problem ist, die EU ist in erster Linie ein Wirtschaftsraum und da sind Menschenrechte einfach nicht vorgesehen gewesen. Oh Gott, das klingt wie eine Anstalt hier. Haben wir nicht noch schnell einen Witz? Feuer in Moria, haben wir noch schnell einen Witz? Feuer in Moria, die gute Nachricht ist, es ist kein Rilke abgebrannt. Das war's, das Kiliansland für heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder am Mittwoch. Bis dahin, ciao. Politicians worldwide are shaking. They know that we have an army.